Der Himmel in dieser Hochwüste des Lincoln-Gebiets ist genauso weit wie das Land. Der Wind fegt über die Schafweiden und die Zeit scheint so still zu stehen wie die Augen eines alten Indianers. Dort arbeitete ein Farmer namens Mac Brace. Am Morgen des 3. Juli fand er in einem Gebiet von etwa einem Quadratkilometer ein paar zerschmetterte Gegenstände. Sie waren von irgendwoher in den feuchten Sand gestürzt. Ihre Absturzkrater hatten sich mit Regenwasser gefüllt. In der Nacht zuvor tobte ein heftiger Sturm über die Wüste. Mac Brazel hörte trotzdem einen besonders lauten Donner, lauter als die anderen. Als er die verstreuten Wrackteile sah, dachte er eher an eine Explosion als an einen Donner. Es gab Metallfetzen und folienartiges Leichtmetall, Fasern oder Drähte. Und es gab dünne, merkwürdig strukturierte Stäbe. Er bemerkte Einritzungen darauf, die ihn an die Symbolik indianischer Zeichnungen erinnerten. Man nennt sie Petroglyphen. Andere haben sie später mit ägyptischen Hieroglyphen verglichen. Mac erinnert sich, dass seine Herde das dichte Trümmerfeld nicht durchqueren wollte. Er musste sie außen herum führen. Wasser war fast 2 Kilometer entfernt. Er sammelte ein paar Teile auf und brachte sie seinen nächsten Nachbarn, Floyd und Loretta Proctor. Er beschrieb uns das Zeug und wir sagten, er solle das in Roswell melden. Wir hatten von einem Finderlohn für diese UFOs gehört. Wir nannten sie fliegende Untertassen. Nach seinem abendlichen Besuch bei Loretta Proctor ging Mac zum Trümmerfeld zurück. Wie sein Sohn Bill berichtet, hat Mac ein riesiges Trümmerteil zu diesem Stall gebracht. Er liegt etwa 4 Kilometer nördlich von der Absturzstelle. Es gibt ihn nach fast 40 Jahren immer noch. So entstanden die ersten Berichte. Ein Farmer habe eine fliegende Untertasse gefunden und in seinem Stall verwahrt. In den darauffolgenden 2 Tagen, am 4. und 5. Juli, hütete Mac die Schafe. Am 6. Juli jedoch stand er früh auf und fuhr nach Roswell. Mac ging zuerst zum Sheriff. Dann ging es ganz schnell. Sheriff George Wilcox schickte 2 Mitarbeiter zur Ranch hinaus und rief das Bombengeschwader auf dem Armeeflughafen an. In Kürze war der Nachrichtenoffizier Major Jesse Marcel, der 509er, in Begleitung eines Spionageabwehroffiziers in Zivil beim Sheriff. Major Marcel rief den Kommandanten der 509er William Blanchard an. Der hat angeordnet, dass Marcel und der Spionageoffizier zur Ranch rausfahren sollten. Die Straße war genauso schlecht wie heute. Und so trafen sie erst in der Dunkelheit hier ein. Die Mitarbeiter des Sheriffs waren schon wieder weg. Sie hätten kein Trümmerfeld gefunden, sagten sie. Stattdessen einen Kreis auf der Weide, in dem der Sand zu Glas geschmolzen sei. Größer als ein Fußballfeld, riesig. Ein riesiger Kreis war da ausgebrannt worden. Der Major, der Rancher und der Geheimagent verbrachten die Nacht auf der Ranch. Am späten Abend ging Major Marcel zum Stall und untersuchte das Wrackteil, das Mac mitgebracht hatte, mit einem Geigerzähler. Es war radioaktiv. Am nächsten Tag, dem 7. Juli, sammelten sie so viel weitere Wrackteile, wie sie im Buick des Majors und einem Armeelaster unterbringen konnten und fuhren bei Dämmerung nach Roswell zurück. Viele Forscher haben lange Zeit versucht, das Rätsel von Roswell zu lösen. 1980 veröffentlichten Charles Berlitz und William Moore
ihre Ergebnisse in einem Buch mit dem Titel Der Roswell-Vorfall. 10 Jahre später erschienen neue Forschungen von Don Schmidt und Kevin Randall. Don ist Leiter der UFO-Forschungsgesellschaft in Chicago und Kevin ist Nachrichtenoffizier und Hauptmann der US-Luftwaffe. Ihr Buch, Der UFO-Absturz von Roswell, ist ein wichtiger Beitrag, um dieses noch unvollendete Puzzle zu ergänzen. Don und Kevin waren das erste Autorenteam, das den Absturzort wissenschaftlich gründlich erforschte. Sie waren bereit, sich uns hier in Corona, New Mexico anzuschließen, und wir brachten als erste Fernsehkameras mit. Unter ihrer Führung durchstreiften wir das raue Land. Wir erreichten die Brazel Ranch von hinten und kamen von Nordwesten zur Absturzstelle. Kein anderer Ort könnte besser geheim gehalten werden. Anfang September 1989. Das UFO-Studienzentrum unterstützt die erste Ausgrabung am Roswell-Absturzort. Unser Team bestand aus 10 Leuten. Dabei 3 Wissenschaftler, 2 mit archäologischen Kenntnissen, 2 Laboranten. Wir untersuchten das ganze Gebiet, nicht nur das Trümmerfeld. Wegen der Höhlen, eine ist über 200 Meter tief, hofften wir doch noch etwas zu finden. Die Forscher Schmidt und Randall behaupten, Hauptmann Blanchard und seine Mannschaft wären überzeugt gewesen, die Besatzung eines abgestürzten UFOs vielleicht sogar noch lebend zu finden. Am Nachmittag des 8. Juli nahm McBrazel an einem militärischen Aufklärungsflug teil. Im Zuge seiner Recherchen hat Kevin Randall diesen Flug nachgestellt, diesmal auf unsere Bitte hin in Begleitung von Kameras. Vermutlich hat das 509er Bombergeschwader den Aufklärungsflug veranlasst. Sie suchten nach dem Rest des Flugobjekts, denn sie gingen davon aus, dass es über das Trümmerfeld hinaus zerschellt war. McBrazel begleitete sie, denn er kannte das Gelände gut und hätte sie bei einer Entdeckung direkt zum Ort dirigieren können. Der Flieger flog über das Trümmerfeld und gewann etwas an Höhe. Kevin ist überzeugt, dass das Flugobjekt nach der Explosion noch ein paar Sekunden in der Luft blieb. Etwa 3 Meilen flog und dann am Fuße dieser Felsen zerschellte. Paradoxerweise erreichte eine Gruppe von Zivilisten als erste den Absturzort. Es gibt 3 verschiedene Beschreibungen des zweiten Absturzortes. Ein Ingenieur, ein Archäologe und ein Soldat bezeichnen sich als Augenzeugen. Auch der Aufklärungsflieger mit McBrazel scheint ihn entdeckt zu haben. Alle Berichte klingen ähnlich. Ein rundes Flugobjekt ist zerschellt, daneben liegen menschenähnliche Körper. Vielleicht zwischen 1,30 Meter und 1,50 Meter groß. Sie sind dünn mit übergroßen Köpfen. Um die Ereignisse der Nacht zum 2. Juli 1947 zu rekonstruieren, haben die Forscher Randall und Schmidt eine Theorie entwickelt, die sowohl das Trümmerfeld, den Kreis aus geschmolzenem Sand und den Platz hier, wo angeblich das UFO samt Besatzung gefunden wurde, einbezieht. Im Sturm wird die Untertasse beschädigt, geht runter, landet oder strauchelt im Boden. Die starke Hitze des Antriebs lässt den Sand schmelzen. Wieder in der Luft fliegt sie torkelnd nur noch ein paar Kilometer bis zum Absturzort. Das Fluglicht irrt über die mexikanische Wüste. Die Besatzung ist verletzt, rettungslos dem Tod ausgeliefert. Death
is inevitable. On July 8th, the day the second crash site was... Am 8. Juli, als der zweite Absturzort gefunden wurde, war die Sache klarer. Die ersten Soldaten, die das UFO erreichten, bemerkten, dass bereits jemand dort gewesen war. Zurück am Stützpunkt begannen die Telefone pausenlos zu klingeln. Nach offizieller Pressemitteilung hatte das 509er eine fliegende Scheibe entdeckt. Walter Haut ließ sich nach seiner Pensionierung als erster Offizier der Informationsabteilung hier in Roswell nieder. Seine Pressemitteilung wurde damals als übereifrig getadelt. Soon the lieutenant would be blamed for jumping the gun and portrayed as an eager beaver. I think that, ich glaube auch, Hauptmann Blanchard geriet in die Kritik. Der einzige Grund, warum, könnte nur der sein, dass die ganze Geschichte und alle Informationen geheim gehalten werden sollten. Cover up the story and keep all this information confidential. Dienstagmorgen, 8. Juli, Geheimagent Major Marcel erstattet dem Kommandeur des 509. Bombergeschwaders, Hauptmann William Blanchard, Bericht. Dann wird der Militärpolizeichef beauftragt, das Trümmerfeld zu umstellen und die Straßen dorthin abzuriegeln. Nach dem Rapport von Hauptmann Blanchard an das Hauptquartier der 8. Luftwaffe in Fort Worth schickte das Pentagon ein Spezialagententeam nach Roswell. Etwa um 11 Uhr morgens beendete Leutnant Haut seine Presseerklärung und schickte Kopien an Roswells Zeitungen und Radiosender. Jede Nachrichtenagentur wie Associated Press, Reuters oder die United Press International verteilt weltweit Meldungen. Heute werden in Roswell die täglichen Nachrichten per Computer, nicht mehr via Fernschreiber übermittelt. Doch bereits 1947 konnten Artikel in Minuten von Roswell über die ganze Welt verbreitet werden. Und so war am 8. Juli jede Telefonleitung in Roswell besetzt. Nicht einmal Hauptmann Blanchard konnte mehr nach außen telefonieren. Alles war dicht. It was impossible. By 4 o'clock that afternoon. Um 4 Uhr nachmittags kehrte McBrazel nach Roswell zurück, nachdem er geholfen hatte, die zweite Absturzstelle zu finden. Dann passierte ein klassischer Organisationsfehler. Die Armee verlor McBrazel. Erst der Radiosendeleiter Walt Whitmore fand ihn dann wieder. Dazu mehr von Judd Roberts. Er fand ihn und schlug ihm vor, zu Witts Haus am Ortsrand von Roswell zu fahren, denn er war natürlich auch an mehr Informationen interessiert. Es ist dann gesagt worden, er sei absichtlich versteckt gehalten worden. Aber ich meine, wir haben ihm einfach einen ruhigen Ort angeboten, wo er den Leuten und ihrer Fragerei entkommen konnte. So he could get away from a lot of people with questions. With calls still pouring in, Anrufe aus London und Hongkong erreichten den Roswell Daily Record, und der machte mit einer Riesenschlagzeile auf. Der Artikel berief sich auf Leutnant Horts Geschichte. Doch nach über 40 Jahren wissen wir, dass der Presse die wirklichen Fakten vorenthalten wurden. Armeeoffiziere fanden McBrazel und setzten ihn unter Hausarrest. Nachdem er stundenlang ausgequetscht wurde, hat man ihn noch gründlich untersucht. Am 9. Juli erhielt dann Walt Whitmore in seiner Radiostation einen Anruf aus Washington, der ihm untersagte, das Interview mit McBrazel an die Öffentlichkeit zu bringen. Uns wurde nahegelegt, dass, wenn wir unsere Lizenz behalten wollten, wir das Interview nicht senden sollten. Innerhalb von 24 Stunden wären wir sonst draußen aus dem Radiogeschäft. Als nächstes untersuchte die Armee alle Radiostationen und Zeitungen Roswells. Sie zogen alle Kopien der Presseerklärung ein. McBrazel tischte in der Begleitung von Offizieren dem Radiosender eine brandneue Story auf.
die sich total von dem unterschied, was er Walt Whitmore erzählt hatte. Die Indianer New Mexicos haben jahrhundertelang die Sonne verehrt, den Lebensspender, die Himmelskönigin. Um mehr über die alte indianische Kultur zu erfahren, kam am Morgen des 8. Juli 1947 eine Gruppe von Archäologen in die Wüste. Auf den menschlichen Faktor kommt es an. Gelegentlich haben ein paar Zeugen über das, was sie hier am zweiten Absturzort sahen, berichtet. Die meisten sind heute tot. Aber wir können berücksichtigen, wer und wie sie waren und auf welche Weise sie das Gleiche beschrieben. Ein Flugobjekt, das offenbar nicht von dieser Welt war, und Wesen, die auch nicht hier geboren zu sein schienen. Als das Militär den zweiten Absturzort entdeckte, ging alles sehr schnell. McBrazel half den Truppen, das Gelände zu finden. Doch bevor das Militär hier ankam, war zufällig bereits ein Bewässerungsingenieur hier gewesen. Er hieß Grady Barnett und war, wie man sagt, nicht blauäugig. By accident. His name was Grady Barnett, by all accounts a no-nonsense fellow. Seinem Freund Vern Moltheis hat Barney von dem Auffinden der Leichen erzählt und sie beschrieben. Er sagte, hier ist ein Geheimnis. Und er sprach von dem Objekt am Boden, das wie eine fliegende Untertasse aussah, aber nicht aufgebrochen war. Er sprang also aus dem Wagen und ging da hinunter, und da lagen vier Geschöpfe auf dem Boden. Sie trugen so eine Art silbernen Anzug und sie waren nur 1,30 oder 1,50 groß. Und die Anzüge saßen sehr eng. Sie waren bis auf Kopf und Hände total bekleidet. Die Köpfe waren kahl und etwas birnenförmig und die Hände waren ungeschützt. Kurz nach Barney kam auch noch ein Archäologenteam, das auch nachschauen wollte. Dann kam das Militär und riegelte das Gebiet ab. Sie riefen alle Leute, die Archäologen und Barney, zu sich und schafften ihnen ein, sie dürften niemandem sagen, was sie gesehen hätten und müssten alles einfach vergessen. Barney sagte, er stand in unmittelbarer Nähe von den Leichen, als die Archäologengruppe und die Studenten eintrafen. Wenn das stimmt, gibt es eine Gruppe qualifizierter Augenzeugen mit wichtigen Beweisen. Doch was passierte? Das Militär übernahm blitzschnell die Führung und deckte die Körper zu. Sie drängten den Archäologen, die Studenten und den Ingenieur zur Seite. Sie mussten wegschauen. Denn es handelte sich um eine nationale Geheimsache, über die niemand sprechen dürfe. Wenn es einer getan hätte, hätte die Regierung davon Wind bekommen und ihn ausfindig gemacht. Die Soldaten haben die Gruppe dann weggeführt. Grady Barnett erzählte seinem Chef von den Leichen, doch der lachte ihn aus. Danach hat Barney die meisten Details für sich behalten und sprach nur mit seinem Freund Vern Moltheis darüber. Barney starb 1969. Die Spuren des Archäologen und der Studenten verloren sich schnell. Sie kehrten wahrscheinlich an eine große Uni im Nordosten zurück. Dann, 1975, machte eine krebskranke Frau einer Schwester im St. Petersburg Gemeindehospital in Florida ein Geständnis. Als ich Schwester auf der Todkrankenstation war, da gab es eine Patientin und als ich sie einmal baden wollte, war sie ganz aufgeregt, mehr als sonst, und benahm sich merkwürdig.
fragte mich, ob ich die Vorhänge zuziehen könne und wollte wissen, ob noch jemand anderer im Zimmer sei. Ich sagte nein. Sie rief irgendeinen Namen aus und dann sagte sie, es gebe etwas, das sie unbedingt jemandem sagen müsse. Etwas, das sie lange Zeit zurückgehalten hätte. Vor vielen Jahren sei sie mit ein paar Leuten auf einer Bergtour gewesen. Ich sollte eigentlich gar nicht dabei sein. Ach, wäre ich es doch nicht gewesen. Und sie sagte, sie liefen dort herum und gelangten an einen Hügel, überquerten ihn und dann sahen sie ein riesiges glänzendes Objekt. Es sei sehr groß gewesen und sie gingen runter, um es näher zu betrachten. Als sie dort ankamen, lag da dieses riesige, runde Objekt auf dem Boden und so eine Art Plane daneben. Und dann sei einer der Männer von der Expedition hinübergegangen und sie hätten die Plane weggezogen und darunter seien kleine Menschen gelegen. Und sie sagte, dass einer der Männer von der Expedition, einer der Männer, walked over and they pulled back the covers. And she said there were little people. Es seien unglaublich kleine Menschen mit riesigen Köpfen und großen Augen gewesen und sie hätten so ein glänzendes Material angehabt. Ich kann mich nicht mehr an die Farbe erinnern. Ich glaube, sie sagte etwas von Blau, doch das weiß ich nicht mehr genau. Sie sagte, es sei glänzend, fast fließend gewesen. Und dann wurde sie ganz aufgeregt und sagte, sie dürfe das niemandem erzählen. Und dabei sah sie sich nervös im Zimmer um. Sie sagte, sie können dich immer finden. Und ich fragte, wer? Die Regierung kann dich immer finden, sagte sie. Zwei Tage nachdem McBrazel in Roswell aufgetaucht war, verbreiteten sich Gerüchte wie ein Lauffeuer. Man meinte, das Pentagon sei durchgedreht. General Roger Ramey wurde Presseagent. Doch die Öffentlichkeit wurde gezielt an der Nase herumgeführt. Ramey war Kommandeur des 8. Luftwaffenbataillons in Texas, das dem 509. vorgesetzt ist. Schon bevor die 509er mit der Bergung des Wracks und der Leichen begannen, hatte die 8. Luftwaffe das Pentagon an der Strippe. Am 8. Juli morgens flog ein Spezialteam von Nachrichtenagenten von Washington zum Roswell-Armeeflughafen. Der General und das Pentagon verhängten eine Nachrichtensperre. Unter einem Vorwand befahl General Ramey, Hauptmann Blanchard von den 509ern, seinen Nachrichtenoffizier Major Marcel nach Fort Worth zu schicken. Marcel nahm dem General ein paar Wrackteile in einer Kiste mit, legte sie auf den Tisch und ging mit dem General in den Nebenraum. Als sie zurückkamen, war die Kiste verschwunden. Stattdessen lag da ein kaputter Wetterballon. Dann rief General Ramey die Reporter heran. Er sagte, Major Marcel hätte Quatsch erzählt. Es handele sich nur um eine neue Art Wetterballon. Heute wissen wir jedoch, dass der General einige Wrackteile bereits am frühen Vormittag bekommen hatte. Wenn also nur ein Wetterballon abgestürzt war, warum hatte er es nicht da schon gesagt? Die Sache wurde verschleiert. Das Pentagon hat beschwichtigt. Dr. Jesse Marcel war 11, als sein Vater eines Nachts mit einer Ladung seltsamer Objekte heimkam. Dr. Marcel lebt heute in Helena, Montana. Sein Vater weckte ihn damals um 2 Uhr früh und zeigte ihm und seiner Mutter die gefundenen Sachen.
Was diese Dinge so ungewöhnlich für mich machte, waren die Zeichen auf den Wrackteilen. Auf dem Doppel-T-Träger gab es so eine Art Schrift. Damals dachte ich an Hieroglyphen, aber es waren keine. Es waren eher geometrische Formen und Symbole auf der Innenfläche des Doppel-T-Trägers. Sie waren von so einer Purpurfarbe und schienen in das Metall eingeritzt worden zu sein. Ich glaube, das war das Einzige, was diese Teile von gewöhnlichen Trümmern unterschied. Ich weiß aber, dass es kein Wetterballon oder ein Radargerät war, wie von der Air Force behauptet. Denn schon als Junge hatte ich eine Ahnung, wie Wetter- oder Radaranlagen aussehen, die kannte ich. Even at that young age, I was familiar with things like what a radar target should look like, what a weather balloon should look like. Als sie dann diese ungewöhnlichen Trümmer als Titelgeschichte aufmachten, wusste ich, sie sind etwas ganz Ungewöhnliches. Und so kam ich zu der Überzeugung, dass sie nicht von dieser Welt waren. Im Mai 1990 willigte Dr. Marcel ein, sich von Don Schmidt und seinen Kollegen unter Hypnose setzen zu lassen, um die verlorenen Erinnerungen wiederzuerlangen und um die unentzifferbaren Symbole dieser Träger nochmal zu sehen. Ein Kreis im Quadrat. Ein Kreis was? In ein Quadrat eingefügt. War das Quadrat im Kreis oder außerhalb? Im Kreis. Hier auf dem Trümmerfeld waren noch Männer mit Schubkarren am Werk, als der General seine Wetterballon-Story auftischte. Man stelle sich vor, Straßensperren, Maschinengewehre und etwa 60 Männer mit Lastautos, nur um einen Wetterballon zu bergen. Andere Wetterballone dieser Art wurden von Zivilisten geborgen. Sie passten in den Kofferraum eines PKW, selbst das neue Modell. Auch McBrazel hatte schon Wetterballone gesehen und auf seiner Ranch gefunden. Trotz des militärischen Drucks beharrte Mac darauf, dass diese Trümmer anders aussahen. Und in Wetterballonen befinden sich natürlich auch keine Passagiere, selbst kleine nicht. So wie die am zweiten Absturzort. Aber zurück zu den Gerüchten rings um Roswell. Wenn wirklich Leichen gefunden wurden, war dann noch ein Lebender dabei? Während bei ihrigen Forschern interviewten Don Schmidt und Kevin Randall mehr als 250 Zeugen zum Roswell-Absturz. Sie bemühten sich darum, Hörensagen und verdächtige Quellen auszuschließen, sortierten aufgebauschte Zweitinformationen aus. Um diese Dokumentation vorzubereiten, haben wir über 2 Dutzend Leute interviewt und dabei gefilmt. Sie wurden durchgecheckt. Viele hatten sich nie zuvor gesehen. Und doch passten ihre Geschichten stets zusammen. Das Puzzle ergänzte sich ohne einen Anschein von Schwindel. Jack Rodden lebte schon immer in Roswell. 1947 hatte sein Vater, ein Profifotograf, die Geschichte verfolgt. Jack erinnert sich an 3 wichtige Worte. Ein oder 2 Tage nachdem es hieß, es sei ein Wetterballon, fragte ich ihn aus, wie es wirklich gewesen sei. Er sagte nur, sie haben es getötet. Er konnte mit wenigen Worten eine Menge sagen und das sogar noch mehrdeutig. Ich fragte ihn dann, was das bedeuten solle. Sie töteten die Geschichte oder jemanden oder was? Er ließ sich nicht ablenken und sagte nur wieder, sie töteten es. Mehr konnte ich nicht aus ihm rausbringen. Das habe ich nie vergessen.
And I couldn't press it any further, so I didn't, but I didn't forget it either. Frankie Rowe tried not to remember. Auch Frankie Rowe wollte sich nicht mehr erinnern. Sie sagt, dass der Himmel in dieser Hochwüste des Lincoln-Gebiets ist genauso weit wie das Land. Der Wind fegt über die Schafweiden und die Zeit scheint so still zu stehen wie die Augen eines alten Indianers. Dort arbeitete ein Farmer namens Mac Brazen. Am Morgen des 3. Juli fand er in einem Gebiet von etwa einem Quadratkilometer ein paar zerschmetterte Gegenstände. Sie waren von irgendwoher in den feuchten Sand gestürzt. Ihre Absturzkrater hatten sich mit Regenwasser gefüllt. In der Nacht zuvor tobte ein heftiger Sturm über die Wüste. Mac Brazel hörte trotzdem einen besonders lauten Donner, lauter als die anderen. Als er die verstreuten Wrackteile sah, dachte er eher an eine Explosion als an einen Donner. Es gab Metallfetzen und folienartiges Leichtmetall, Fasern oder Drähte, und es gab dünne, merkwürdig strukturierte Stäbe. Er bemerkte Einritzungen darauf, die ihn an die Symbolik indianischer Zeichnungen erinnerten. Man nennt sie Petroglyphen. Andere haben sie später mit ägyptischen Hieroglyphen verglichen. Mac erinnert sich, dass seine Herde das dichte Trümmerfeld nicht durchqueren wollte. Er musste sie außen herum führen. Wasser war fast 2 Kilometer entfernt. Er sammelte ein paar Teile auf und brachte sie seinen nächsten Nachbarn, Floyd und Loretta Proctor. Er beschrieb uns das Zeug und wir sagten, er solle das in Roswell melden. Wir hatten von einem Finderlohn für diese UFOs gehört. Wir nannten sie fliegende Untertassen. Nach seinem abendlichen Besuch bei Loretta Proctor ging Mac zum Trümmerfeld zurück. Wie sein Sohn Bill berichtet, hat Mac ein riesiges Trümmerteil zu diesem Stall gebracht. Er liegt etwa 4 Kilometer nördlich von der Absturzstelle. Es gibt ihn nach fast 40 Jahren immer noch. So entstanden die ersten Berichte. Ein Farmer habe eine fliegende Untertasse gefunden und in seinem Stall verwahrt. In den darauffolgenden 2 Tagen, am 4. und 5. Juli, hütete Mac die Schafe. Am 6. Juli jedoch stand er früh auf und fuhr nach Roswell. Mac ging zuerst zum Sheriff. Dann ging's ganz schnell. Sheriff George Wilcox schickte 2 Mitarbeiter zur Ranch hinaus und rief das Bombengeschwader auf dem Armeeflughafen an. In Kürze war der Nachrichtenoffizier Major Jesse Marcel, der 509er, in Begleitung eines Spionageabwehroffiziers in Zivil beim Sheriff. Major Marcel rief den Kommandanten der 509er, William Blanchard, an. Der hat angeordnet, dass Marcel und der Spionageoffizier zur Ranch rausfahren sollten. Die Straße war genauso schlecht wie heute. Und so trafen sie erst in der Dunkelheit hier ein. Die Mitarbeiter des Sheriffs waren schon wieder weg. Sie hätten kein Trümmerfeld gefunden, sagten sie. Stattdessen einen Kreis auf der Weide, in dem der Sand zu Glas geschmolzen sei. Größer als ein Fußballfeld, riesig. Ein riesiger Kreis war da ausgebrannt worden. Der Major, der Rancher und der Geheimagent verbrachten die Nacht auf der Ranch. Am späten Abend ging Major Marcel zum Stall und untersuchte das Wrackteil, das Mac mitgebracht hatte, mit einem Geigerzähler. Es war radioaktiv. Am nächsten Tag, dem 7. Juli, sammelten sie so viel weitere Wrackteile, wie sie im Buick des Majors und einem Armeelaster unterbringen konnten,
und fuhren bei Dämmerung nach Roswell zurück. Viele Forscher haben lange Zeit versucht, das Rätsel von Roswell zu lösen. 1980 veröffentlichten Charles Berlitz und William Moore ihre Ergebnisse in einem Buch mit dem Titel Der Roswell-Vorfall. 10 Jahre später erschienen neue Forschungen von Don Schmidt und Kevin Randall. Don ist Leiter der UFO-Forschungsgesellschaft in Chicago und Kevin ist Nachrichtenoffizier und Hauptmann der US-Luftwaffe. Ihr Buch, Der UFO-Absturz von Roswell, ist ein wichtiger Beitrag, um dieses noch unvollendete Puzzle zu ergänzen. Don und Kevin waren das erste Autorenteam, das den Absturzort wissenschaftlich gründlich erforschte. Sie waren bereit, sich uns hier in Corona, New Mexico anzuschließen, und wir brachten als erste Fernsehkameras mit. Unter ihrer Führung durchstreiften wir das raue Land. Wir erreichten die Brazel Ranch von hinten und kamen von Nordwesten zur Absturzstelle. Kein anderer Ort könnte besser geheim gehalten werden. Anfang September 1989. Das UFO-Studienzentrum unterstützt die erste Ausgrabung am Roswell-Absturzort. Unser Team bestand aus 10 Leuten. Dabei 3 Wissenschaftler, 2 mit archäologischen Kenntnissen, 2 Laboranten. Wir untersuchten das ganze Gebiet, nicht nur das Trümmerfeld. Wegen der Höhlen, eine ist über 200 Meter tief, hofften wir doch noch etwas zu finden. Die Forscher Schmidt und Randall behaupten, Hauptmann Blanchard und seine Mannschaft wären überzeugt gewesen, die Besatzung eines abgestürzten UFOs vielleicht sogar noch lebend zu finden. Am Nachmittag des 8. Juli nahm McBrazel an einem militärischen Aufklärungsflug teil. Im Zuge seiner Recherchen hat Kevin Randall diesen Flug nachgestellt, diesmal auf unsere Bitte hin in Begleitung von Kameras. Vermutlich hat das 509er Bombergeschwader den Aufklärungsflug veranlasst. Sie suchten nach dem Rest des Flugobjekts, denn sie gingen davon aus, dass es über das Trümmerfeld hinaus zerschellt war. McBrazel begleitete sie, denn er kannte das Gelände gut und hätte sie bei einer Entdeckung direkt zum Ort dirigieren können. Der Flieger flog über das Trümmerfeld und gewann etwas an Höhe. Kevin ist überzeugt, dass das Flugobjekt nach der Explosion noch ein paar Sekunden in der Luft blieb. Etwa 3 Meilen flog und dann am Fuße dieser Felsen zerschellte. Paradoxerweise erreichte eine Gruppe von Zivilisten als erste den Absturzort. Es gibt 3 verschiedene Beschreibungen des zweiten Absturzortes. Ein Ingenieur, ein Archäologe und ein Soldat bezeichnen sich als Augenzeugen. Auch der Aufklärungsflieger mit McBrazel scheint ihn entdeckt zu haben. Alle Berichte klingen ähnlich. Ein rundes Flugobjekt ist zerschellt, daneben liegen menschenähnliche Körper. Vielleicht zwischen 1,30 Meter und 1,50 Meter groß. Sie sind dünn mit übergroßen Köpfen. Um die Ereignisse der Nacht zum 2. Juli 1947 zu rekonstruieren, haben die Forscher Randall und Schmidt eine Theorie entwickelt, die sowohl das Trümmerfeld, den Kreis aus geschmolzenem Sand und den Platz hier, wo angeblich das UFO samt Besatzung gefunden wurde, einbezieht. Im Sturm wird die Untertasse beschädigt, geht runter, landet oder strauchelt im Boden. Die starke Hitze des Antriebs lässt den Sand schmelzen. Wieder in der Luft fliegt sie torkelnd nur noch ein paar Kilometer bis zum Absturzort.
Das Fluglicht irrt über die mexikanische Wüste. Die Besatzung ist verletzt, rettungslos dem Tod ausgeliefert. Ends in the New Mexico desert. For the crew, injured and stranded, death is inevitable. On July 8th, the day the second crash site was... Am 8. Juli, als der zweite Absturzort gefunden wurde, war die Sache klarer. Die ersten Soldaten, die das UFO erreichten, bemerkten, dass bereits jemand dort gewesen war. Zurück am Stützpunkt begannen die Telefone pausenlos zu klingeln. Nach offizieller Pressemitteilung hatte das 509er eine fliegende Scheibe entdeckt. Walter Haut ließ sich nach seiner Pensionierung als erster Offizier der Informationsabteilung hier in Roswell nieder. Seine Pressemitteilung wurde damals als übereifrig getadelt. Soon the lieutenant would be blamed for jumping the gun. Afraid is an eager beaver. I think that, ich glaube auch, Hauptmann Blanchard geriet in die Kritik. Der einzige Grund, warum, könnte nur der sein, dass die ganze Geschichte und alle Informationen geheim gehalten werden sollten. Dienstagmorgen, 8. Juli, Geheimagent Major Marcel erstattet dem Kommandeur des 509. Bombergeschwaders, Hauptmann William Blanchard, Bericht. Dann wird der Militärpolizeichef beauftragt, das Trümmerfeld zu umstellen und die Straßen dorthin abzuriegeln. Nach dem Rapport von Hauptmann Blanchard an das Hauptquartier der 8. Luftwaffe in Fort Worth schickte das Pentagon ein Spezialagententeam nach Roswell. Etwa um 11 Uhr morgens beendete Leutnant Haut seine Presseerklärung und schickte Kopien an Roswells Zeitungen und Radiosender. Jede Nachrichtenagentur wie Associated Press, Reuters oder die United Press International verteilt weltweit Meldungen. Heute werden in Roswell die täglichen Nachrichten per Computer, nicht mehr via Fernschreiber, übermittelt. Doch bereits 1947 konnten Artikel in Minuten von Roswell über die ganze Welt verbreitet werden. Und so war am 8. Juli jede Telefonleitung in Roswell besetzt. Nicht einmal Hauptmann Blanchard konnte mehr nach außen telefonieren. Alles war dicht. Um 4 Uhr nachmittags kehrte McBrazel nach Roswell zurück, nachdem er geholfen hatte, die zweite Absturzstelle zu finden. Dann passierte ein klassischer Organisationsfehler. Die Armee verlor McBrazel. Erst der Radiosendeleiter Walt Whitmore fand ihn dann wieder. Dazu mehr von Judd Roberts. Er fand ihn und schlug ihm vor, zu Witts Haus am Ortsrand von Roswell zu fahren, denn er war natürlich auch an mehr Informationen interessiert. Es ist dann gesagt worden, er sei absichtlich versteckt gehalten worden. Aber ich meine, wir haben ihm einfach einen ruhigen Ort angeboten, wo er den Leuten und ihrer Fragerei entkommen konnte. Anrufe aus London und Hongkong erreichten den Roswell Daily Record und der machte mit einer Riesenschlagzeile auf. Der Artikel berief sich auf Leutnant Horts Geschichte. Doch nach über 40 Jahren wissen wir, dass der Presse die wirklichen Fakten vorenthalten wurden. Armeeoffiziere fanden McBrazel und setzten ihn unter Hausarrest. Nachdem er stundenlang ausgequetscht wurde, hat man ihn noch gründlich untersucht. Am 9. Juli erhielt dann Walt Whitmore in seiner Radiostation einen Anruf aus Washington, der ihm untersagte, das Interview mit McBrazel an die Öffentlichkeit zu bringen. Uns wurde nahegelegt, dass, wenn wir unsere Lizenz behalten wollten, wir das Interview nicht senden sollten. Innerhalb von 24 Stunden wären wir sonst draußen aus dem Radiogeschäft.
Als nächstes untersuchte die Armee alle Radiostationen und Zeitungen Roswells. Sie zogen alle Kopien der Presseerklärung ein. McBrazel tischte in der Begleitung von Offizieren dem Radiosender eine brandneue Story auf, die sich total von dem unterschied, was er Walt Whitmore erzählt hatte. Die Indianer New Mexicos haben jahrhundertelang die Sonne verehrt, den Lebensspender, die Himmelskönigin. Um mehr über die alte indianische Kultur zu erfahren, kam am Morgen des 8. Juli 1947 eine Gruppe von Archäologen in die Wüste. Auf den menschlichen Faktor kommt es an. Gelegentlich haben ein paar Zeugen über das, was sie hier am zweiten Absturzort sahen, berichtet. Die meisten sind heute tot. Aber wir können berücksichtigen, wer und wie sie waren und auf welche Weise sie das Gleiche beschrieben. Ein Flugobjekt, das offenbar nicht von dieser Welt war, und Wesen, die auch nicht hier geboren zu sein schienen. Als das Militär den zweiten Absturzort entdeckte, ging alles sehr schnell. McBrazel half den Truppen, das Gelände zu finden. Doch bevor das Militär hier ankam, war zufällig bereits ein Bewässerungsingenieur hier gewesen. Er hieß Grady Barnett und war, wie man sagt, nicht blauäugig. His name was Grady Barnett, by all accounts a no-nonsense fellow. Seinem Freund Vern Moltheis hat Barney von dem Auffinden der Leichen erzählt und sie beschrieben. Er sagte, hier ein Geheimnis. Und er sprach von dem Objekt am Boden, das wie eine fliegende Untertasse aussah, aber nicht aufgebrochen war. Er sprang also aus dem Wagen und ging da hinunter, und da lagen vier Geschöpfe auf dem Boden. Sie trugen so eine Art silbernen Anzug und sie waren nur 1,30 oder 1,50 groß. Und die Anzüge saßen sehr eng. Sie waren bis auf Kopf und Hände total bekleidet. Die Köpfe waren kahl und etwas birnenförmig und die Hände waren ungeschützt. Kurz nach Barney kam auch noch ein Archäologenteam, das auch nachschauen wollte. Dann kam das Militär und riegelte das Gebiet ab. Sie riefen alle Leute, die Archäologen und Barney, zu sich und schafften ihnen ein, sie dürften niemandem sagen, was sie gesehen hätten und müssten alles einfach vergessen. Barney sagte, er stand in unmittelbarer Nähe von den Leichen, als die Archäologengruppe und die Studenten eintrafen. Wenn das stimmt, gibt es eine Gruppe qualifizierter Augenzeugen mit wichtigen Beweisen. Doch was passierte? Das Militär übernahm blitzschnell die Führung und deckte die Körper zu. Sie drängten den Archäologen, die Studenten und den Ingenieur zur Seite. Sie mussten wegschauen, denn es handelte sich um eine nationale Geheimsache, über die niemand sprechen dürfe. Wenn es einer getan hätte, hätte die Regierung davon Wind bekommen und ihn ausfindig gemacht. Die Soldaten haben die Gruppe dann weggeführt. Grady Barnett erzählte seinem Chef von den Leichen, doch der lachte ihn aus. Danach hat Barney die meisten Details für sich behalten und sprach nur mit seinem Freund Vern Moltheis darüber. Barney starb 1969. Die Spuren des Archäologen und der Studenten verloren sich schnell. Sie kehrten wahrscheinlich an eine große Uni im Nordosten zurück. Dann, 1975, machte eine krebskranke Frau einer Schwester im St. Petersburg Gemeindehospital in Florida ein Geständnis.
Als ich Schwester auf der Todkrankenstation war, da gab es eine Patientin und als ich sie einmal baden wollte, war sie ganz aufgeregt, mehr als sonst und benahm sich merkwürdig. Fragte mich, ob ich die Vorhänge zuziehen könne und wollte wissen, ob noch jemand anderer im Zimmer sei. Ich sagte nein, sie rief irgendeinen Namen aus und dann sagte sie, es gebe etwas, das sie unbedingt jemandem sagen müsse, etwas, das sie lange Zeit zurückgehalten hätte. That she needed to tell them something. She said, I've held it in a long time. Vor vielen Jahren sei sie mit ein paar Leuten auf einer Bergtour gewesen. Ich sollte eigentlich gar nicht dabei sein. Ach, wäre ich es doch nicht gewesen. Und sie sagte, sie liefen dort herum und gelangten an einen Hügel, überquerten ihn und dann sahen sie ein riesiges glänzendes Objekt. And then she said, I wish I hadn't. And she said they were out and they were walking around and they came upon a hill and they went over the hill and she said then they saw a large shiny object. Es sei sehr groß gewesen und sie gingen runter, um es näher zu betrachten. Als sie dort ankamen, lag da dieses riesige runde Objekt auf dem Boden und so eine Art Plane daneben. When they got there, that there was a large round object and it was sitting on the ground and she said and then und dann sei einer der Männer von der Expedition hinübergegangen und sie hätten die Plane weggezogen und darunter seien kleine Menschen gelegen. And she said that one of the guys from the expedition, one of the men, walked over and they pulled back the covers and she said there were little people. Es seien unglaublich kleine Menschen mit riesigen Köpfen und großen Augen gewesen und sie hätten so ein glänzendes Material angehabt. Ich kann mich nicht mehr an die Farbe erinnern. Ich glaube, sie sagte etwas von Blau, doch das weiß ich nicht mehr genau. Sie sagte, es sei glänzend, fast schließend gewesen. Und dann wurde sie ganz aufgeregt und sagte, sie dürfe das niemandem erzählen. Und dabei sah sie sich nervös im Zimmer um. Sie sagte, sie können dich immer finden. Und ich fragte, wer? Die Regierung kann dich immer finden, sagte sie. Zwei Tage nachdem McBrazel in Roswell aufgetaucht war, verbreiteten sich Gerüchte wie ein Lauffeuer. Man meinte, das Pentagon sei durchgedreht. General Roger Ramey wurde Presseagent. Doch die Öffentlichkeit wurde gezielt an der Nase herumgeführt. Ramey war Kommandeur des 8. Luftwaffenbataillons in Texas, das dem 509. vorgesetzt ist. Schon bevor die 509er mit der Bergung des Wracks und der Leichen begannen, hatte die 8. Luftwaffe das Pentagon an der Strippe. Am 8. Juli morgens flog ein Spezialteam von Nachrichtenagenten von Washington zum Roswell-Armeeflughafen. Der General und das Pentagon verhängten eine Nachrichtensperre. Unter einem Vorwand befahl General Ramey, Hauptmann Blanchett von den 509ern, seinen Nachrichtenoffizier Major Marcel nach Fort Worth zu schicken. Marcel nahm dem General ein paar Wrackteile in einer Kiste mit, legte sie auf den Tisch und ging mit dem General in den Nebenraum. Als sie zurückkamen, war die Kiste verschwunden. Stattdessen lag da ein kaputter Wetterballon. Dann rief General Ramey die Reporter heran. Er sagte, Major Marcel hätte Quatsch erzählt. Es handele sich nur um eine neue Art Wetterballon. Heute wissen wir jedoch, dass der General einige Wrackteile bereits am frühen Vormittag bekommen hatte. Wenn also nur ein Wetterballon abgestürzt war, warum hatte er es nicht da schon gesagt? Die Sache wurde verschleiert. Das Pentagon hat beschwichtigt. Dr. Jesse Marcel war 11, als sein Vater eines Nachts mit einer Ladung seltsamer Objekte heimkam.
Dr. Marcel lebt heute in Helena, Montana. Sein Vater weckte ihn damals um 2 Uhr früh und zeigte ihm und seiner Mutter die gefundenen Sachen. Was diese Dinge so ungewöhnlich für mich machte, waren die Zeichen auf den Wrackteilen. Auf dem Doppel-T-Träger gab es so eine Art Schrift. Damals dachte ich an Hieroglyphen, aber es waren keine. Es waren eher geometrische Formen und Symbole auf der Innenfläche des Doppel-T-Trägers. Sie waren von so einer Purpurfarbe und schienen in das Metall eingeritzt worden zu sein. Ich glaube, das war das Einzige, was diese Teile von gewöhnlichen Trümmern unterschied. Es sei sehr groß gewesen und sie gingen runter, um es näher zu betrachten. Als sie dort ankamen, lag da dieses riesige, runde Objekt auf dem Boden und so eine Art Plane daneben. Und dann sei einer der Männer von der Expedition hinübergegangen und sie hätten die Plane weggezogen und darunter seien kleine Menschen gelegen. Es seien unglaublich kleine Menschen mit riesigen Köpfen und großen Augen gewesen und sie hätten so ein glänzendes Material angehabt. Ich kann mich nicht mehr an die Farbe erinnern. Ich glaube, sie sagte etwas von Blau, doch das weiß ich nicht mehr genau. Sie sagte, es sei glänzend, fast fließend gewesen. Und dann wurde sie ganz aufgeregt und sagte, sie dürfe das niemandem erzählen. Und dabei sah sie sich nervös im Zimmer um. Sie sagte, sie können dich immer finden. Und ich fragte, wer? Die Regierung kann dich immer finden, sagte sie. Zwei Tage nachdem McBrazel in Roswell aufgetaucht war, verbreiteten sich Gerüchte wie ein Lauffeuer. Man meinte, das Pentagon sei durchgedreht. General Roger Ramey wurde Presseagent. Doch die Öffentlichkeit wurde gezielt an der Nase herumgeführt. Ramey war Kommandeur des 8. Luftwaffenbataillons in Texas, das dem 509. vorgesetzt ist. Schon bevor die 509er mit der Bergung des Wracks und der Leichen begannen, hatte die 8. Luftwaffe das Pentagon an der Strippe. Am 8. Juli morgens flog ein Spezialteam von Nachrichtenagenten von Washington zum Roswell-Armeeflughafen. Der General und das Pentagon verhängten eine Nachrichtensperre. Unter einem Vorwand befahl General Ramey, Hauptmann Blanchard von den 509ern, seinen Nachrichtenoffizier Major Marcel nach Fort Worth zu schicken. Marcel nahm dem General ein paar Wrackteile in einer Kiste mit, legte sie auf den Tisch und ging mit dem General in den Nebenraum. Als sie zurückkamen, war die Kiste verschwunden. Stattdessen lag da ein kaputter Wetterballon. Danach hat Barney die meisten Details für sich behalten und sprach nur mit seinem Freund Vern Maltese darüber. Barney starb 1969. Die Spuren des Archäologen und der Studenten verloren sich schnell. Sie kehrten wahrscheinlich an eine große Uni im Nordosten zurück. Dann, 1975, machte eine krebskranke Frau einer Schwester im St. Petersburg Gemeindehospital in Florida ein Geständnis. Als ich Schwester auf der Todkrankenstation war, da gab es eine Patientin und als ich sie einmal baden wollte, war sie ganz aufgeregt, mehr als sonst, und benahm sich merkwürdig. Fragte mich, ob ich die Vorhänge zuziehen könne und wollte wissen, ob noch jemand anderer im Zimmer sei.
Ich sagte nein. Sie rief irgendeinen Namen aus und dann sagte sie, es gebe etwas, das sie unbedingt jemandem sagen müsse. Etwas, das sie lange Zeit zurückgehalten hätte. That she needed to tell them something. She said, I've held it in a long time. Vor vielen Jahren sei sie mit ein paar Leuten auf einer Bergtour gewesen. Ich sollte eigentlich gar nicht dabei sein. Ach, wäre ich es doch nicht gewesen. Und sie sagte, sie liefen dort herum und gelangten an einen Hügel, überquerten ihn und dann sahen sie ein riesiges glänzendes Objekt. And then she said, I wish I hadn't. And she said they were out and they were walking around and they came upon a hill and they went over the hill and she said then they saw a large shiny object. Es sei sehr groß gewesen und sie gingen runter, um es näher zu betrachten. Als sie dort ankamen, lag da dieses riesige runde Objekt auf dem Boden und so eine Art Plane daneben. When they got there, that there was a large round object and it was sitting on the ground and she said and then und dann sei einer der Männer von der Expedition hinübergegangen und sie hätten die Plane weggezogen und darunter seien kleine Menschen gelegen. And she said that one of the guys from the expedition, one of the men, walked over and they pulled back the covers and she said there were little people. Es seien unglaublich kleine Menschen mit riesigen Köpfen und großen Augen gewesen und sie hätten so ein glänzendes Material angehabt. Ich kann mich nicht mehr an die Farbe erinnern. Ich glaube, sie sagte etwas von Blau. Die Studenten und den Ingenieur zur Seite. Sie mussten wegschauen. Denn es handelte sich um eine nationale Geheimsache, über die niemand sprechen dürfe. Wenn es einer getan hätte, hätte die Regierung davon Wind bekommen und ihn ausfindig gemacht. Die Soldaten haben die Gruppe dann weggeführt. Grady Barnett erzählte seinem Chef von den Leichen, doch der lachte ihn aus. Danach hat Barney die meisten Details für sich behalten und sprach nur mit seinem Freund Vern Maltese darüber. Barney starb 1969. Die Spuren des Archäologen und der Studenten verloren sich schnell. Sie kehrten wahrscheinlich an eine große Uni im Nordosten zurück. Dann, 1975, machte eine krebskranke Frau einer Schwester im St. Petersburg Gemeindehospital in Florida ein Geständnis. Als ich Schwester auf der Todkrankenstation war, da gab es eine Patientin und als ich sie einmal baden wollte, war sie ganz aufgeregt, mehr als sonst, und benahm sich merkwürdig. Fragte mich, ob ich die Vorhänge zuziehen könne und wollte wissen, ob noch jemand anderer im Zimmer sei. Ich sagte nein. Sie rief irgendeinen Namen aus und dann sagte sie, es gebe etwas, das sie unbedingt jemandem sagen müsse. Etwas, das sie lange Zeit zurückgehalten hätte. Vor vielen Jahren sei sie mit ein paar Leuten auf einer Bergtour gewesen. Ich sollte eigentlich gar nicht dabei sein. Ach, wäre ich es doch nicht gewesen. Und sie sagte, sie liefen dort herum und gelangten an einen Hügel, überquerten ihn und dann sahen sie ein riesiges glänzendes Objekt. Und dann sagte sie, ich wünschte, ich hätte. And she said they were out and they were walking around and they came upon a hill and they went over the hill and she said then they saw a large shiny object. Es sei sehr groß gewesen und sie gingen runter, um es näher zu betrachten. Als sie dort ankamen, lag da dieses riesige runde Objekt auf dem Boden und so eine Art Plane daneben. When they got there, that there was a large round object and it was sitting on the ground and she said and then und dann sei einer der Männer von der Expedition hinübergegangen und sie hätten die Plane weggezogen und darunter seien kleine Menschen gelegen. And she said that one of the guys from the expedition
Als er die verstreuten Wrackteile sah, dachte er eher an eine Explosion als an einen Donner. Es gab Metallfetzen und folienartiges Leichtmetall, Fasern oder Drähte. Und es gab dünne, merkwürdig strukturierte Stäbe. Er bemerkte Einritzungen darauf, die ihn an die Symbolik indianischer Zeichnungen erinnerten. Man nennt sie Petroglyphen. Andere haben sie später mit ägyptischen Hieroglyphen verglichen. Mac erinnert sich, dass seine Herde das dichte Trümmerfeld nicht durchqueren wollte. Er musste sie außen herum führen. Wasser war fast 2 Kilometer entfernt. Er sammelte ein paar Teile auf und brachte sie seinen nächsten Nachbarn, Floyd und Loretta Proctor. Er beschrieb uns das Zeug und wir sagten, er solle das in Roswell melden. Wir hatten von einem Finderlohn für diese UFOs gehört. Wir nannten sie fliegende Untertassen. Nach seinem abendlichen Besuch bei Loretta Proctor ging Mac zum Trümmerfeld zurück. Wie sein Sohn Bill berichtet, hat Mac ein riesiges Trümmerteil zu diesem Stall gebracht. Er liegt etwa 4 Kilometer nördlich von der Absturzstelle. Es gibt ihn nach fast 40 Jahren immer noch. So entstanden die ersten Berichte. Ein Farmer habe eine fliegende Untertasse gefunden und in seinem Stall verwahrt. In den darauffolgenden 2 Tagen, am 4. und 5. Juli, hütete Mac die Schafe. Am 6. Juli jedoch stand er früh auf und fuhr nach Roswell. Mac ging zuerst zum Sheriff. Dann ging es ganz schnell. Sheriff George Wilcox schickte 2 Mitarbeiter zur Ranch hinaus und rief das Bombengeschwader auf dem Armeeflughafen an. In Kürze war der Nachrichtenoffizier Major Jesse Marcel, der 509er, in Begleitung eines Spionageabwehroffiziers in Zivil beim Sheriff. Major Marcel rief den Kommandanten der 509er William Blanchard an. Der hat angeordnet, dass Marcel und der Spionageoffizier zur Ranch rausfahren sollten. Die Straße war genauso schlecht wie heute. Und so trafen sie erst in der Dunkelheit hier ein. Die Mitarbeiter des Sheriffs waren schon wieder weg. Sie hätten kein Trümmerfeld gefunden, sagten sie. Stattdessen einen Kreis auf der Weide, in dem der Sand zu Glassägern nochmal zu sehen. Ein Kreis im Quadrat. Ein Kreis was? In ein Quadrat eingefügt. War das Quadrat im Kreis oder außerhalb? Im Kreis. Hier auf dem Trümmerfeld waren noch Männer mit Schubkarren am Werk, als der General seine Wetterballon-Story auftischte. Man stelle sich vor, Straßensperren, Maschinengewehre und etwa 60 Männer mit Lastautos, nur um einen Wetterballon zu bergen. Andere Wetterballone dieser Art wurden von Zivilisten geborgen. Sie passten in den Kofferraum eines PKW, selbst das neue Modell. Auch McBrazel hatte schon Wetterballone gesehen und auf seiner Ranch gefunden. Trotz des militärischen Drucks beharrte Mac darauf, dass diese Trümmer anders aussahen. Und in Wetterballonen befinden sich natürlich auch keine Passagiere, selbst kleine nicht. So wie die am 2. Absturzort. Aber zurück zu den Gerüchten rings um Roswell. Wenn wirklich Leichen gefunden wurden, war dann noch ein Lebender dabei? Während mehrjährigen Forschung interviewten Don Schmidt und Kevin Randall mehr als 250 Zeugen zum Roswell-Absturz. Sie bemühten sich darum, Hörensagen und verdächtige Quellen auszuschließen.
sortierten aufgebauschte Zweitinformationen aus. Um diese Dokumentation vorzubereiten, haben wir über 2 Dutzend Leute interviewt und dabei gefilmt. Sie wurden durchgecheckt. Viele hatten sich nie zuvor gesehen. Und doch passten ihre Geschichten stets zusammen. Das Puzzle ergänzte sich ohne einen Anschein von Schwindel. Jack Rodden lebte schon immer in Roswell. 1947 hatte sein Vater, ein Profifotograf, die Geschichte verfolgt. Jack erinnert sich an 3 wichtige Worte. Ein oder 2 Tage nachdem es hieß, es sei ein Wetterballon, fragte ich ihn aus, wie es wirklich gewesen sei. Er sagte nur, sie haben es getötet. Er konnte mit wenigen Worten eine Menge sagen und das sogar noch mehrdeutig. War der Nachrichtenoffizier Major Jesse Marcel, der 509er, in Begleitung eines Spionageabwehroffiziers in Zivil beim Sheriff. Major Marcel rief den Kommandanten der 509er William Blanchard an. Der hat angeordnet, dass Marcel und der Spionageoffizier zur Ranch rausfahren sollten. Die Straße war genauso schlecht wie heute. Und so trafen sie erst in der Dunkelheit hier ein. Die Mitarbeiter des Sheriffs waren schon wieder weg. Sie hätten kein Trümmerfeld gefunden, sagten sie. Stattdessen einen Kreis auf der Weide, in dem der Sand zu Glas geschmolzen sei. Größer als ein Fußballfeld, riesig. Ein riesiger Kreis war da ausgebrannt worden. Der Major, der Rancher und der Geheimagent verbrachten die Nacht auf der Ranch. Am späten Abend ging Major Marcel zum Stall und untersuchte das Wrackteil, das Mac mitgebracht hatte, mit einem Geigerzähler. Es war radioaktiv. Am nächsten Tag, dem 7. Juli, sammelten sie so viel weitere Wrackteile, wie sie im Buick des Majors und einem Armeelaster unterbringen konnten, und fuhren bei Dämmerung nach Roswell zurück. Viele Forscher haben lange Zeit versucht, das Rätsel von Roswell zu lösen. 1980 veröffentlichten Charles Berlitz und William Moore ihre Ergebnisse in einem Buch mit dem Titel »Der Roswell-Vorfall«. 10 Jahre später erschienen neue Forschungen von Don Schmidt und Kevin Randall. Don ist Leiter der UFO-Forschungsgesellschaft in Chicago und Kevin ist Nachrichtenoffizier und Hauptmann der US-Luftwaffe. Ihr Buch, Der UFO-Absturz von Roswell, ist ein wichtiger Beitrag, um dieses noch unvollendete Puzzle zu ergänzen. Don und Kevin waren das erste Autorenteam, das den Absturzort wissenschaftlich gründlich erforschte. Sie waren bereit, sich uns hier in Corona, New Mexico anzuschließen, und wir brachten als erste Fernsehkameras mit. Unter ihrer Führung durchstreiften wir das raue Land. Wir erreichten die Brazel Ranch von hinten und kamen von Nordwesten zur Absturzstelle. Kein anderer Ort könnte besser geheim gehalten werden. Am Berg, als der General seine Wetterballon-Story auftischte. Man stelle sich vor, Straßensperren, Maschinengewehre und etwa 60 Männer mit Lastautos, nur um einen Wetterballon zu bergen. Andere Wetterballone dieser Art wurden von Zivilisten geborgen. Sie passten in den Kofferraum eines PKW, selbst das neue Modell. Auch McBrazel hatte schon Wetterballone gesehen und auf seiner Ranch gefunden. Trotz des militärischen Drucks beharrte Mac darauf, dass diese Trümmer anders aussahen. Und in Wetterballonen befinden sich natürlich auch keine Passagiere, selbst kleine nicht. So wie die am zweiten Absturzort.
Aber zurück zu den Gerüchten rings um Roswell. Wenn wirklich Leichen gefunden wurden, war dann noch ein Lebender dabei? Während bei ihrigen Forschung interviewten Don Schmidt und Kevin Randall mehr als 250 Zeugen zum Roswell-Absturz. Sie bemühten sich darum, Hörensagen und verdächtige Quellen auszuschließen, sortierten aufgebauschte Zweitinformationen aus. Um diese Dokumentation vorzubereiten, haben wir über 2 Dutzend Leute interviewt und dabei gefilmt. Sie wurden durchgecheckt. Viele hatten sich nie zuvor gesehen. Und doch passten ihre Geschichten stets zusammen. Das Puzzle ergänzte sich ohne einen Anschein von Schwindel. Jack Rodden lebte schon immer in Roswell. 1947 hatte sein Vater, ein Profifotograf, die Geschichte verfolgt. Jack erinnert sich an 3 wichtige Worte. Ein oder 2 Tage nachdem es hieß, es sei ein Wetterballon, fragte ich ihn aus, wie es wirklich gewesen sei. Er sagte nur, sie haben es getötet. Er konnte mit wenigen Worten eine Menge sagen und das sogar noch mehrdeutig. Ich fragte ihn dann, was das bedeuten solle. Sie töteten die Geschichte oder jemanden oder was? Er ließ sich nicht ablenken und sagte nur wieder, sie töteten es. Mehr konnte ich nicht aus ihm rausbringen. Das habe ich nie vergessen. I couldn't press it any further, so I didn't, but I didn't forget it either. Frankie Rowe tried not to remember. Auch Frankie Rowe wollte sich nicht mehr erinnern. Sie sagt, dass der Himmel in diesem... Ich glaube, auch Hauptmann Blanchard geriet in die Kritik. Der einzige Grund, warum, könnte nur der sein, dass die ganze Geschichte und alle Informationen geheim gehalten werden sollten. Cover up the story and keep all this information confidential. Tuesday morning. Dienstagmorgen, 8. Juli, Geheimagent Major Marcel erstattet dem Kommandeur des 509. Bombergeschwaders, Hauptmann William Blanchard, Bericht. Dann wird der Militärpolizeichef beauftragt, das Trümmerfeld zu umstellen und die Straßen dorthin abzuriegeln. Nach dem Rapport von Hauptmann Blanchard an das Hauptquartier der 8. Luftwaffe in Fort Worth schickte das Pentagon ein Spezialagententeam nach Roswell. Etwa um 11 Uhr morgens beendete Leutnant Haut seine Presseerklärung und schickte Kopien an Roswells Zeitungen und Radiosender. Jede Nachrichtenagentur wie Associated Press, Reuters oder die United Press International verteilt weltweit Meldungen. Heute werden in Roswell die täglichen Nachrichten per Computer, nicht mehr via Fernschreiber, übermittelt. Doch bereits 1947 konnten Artikel in Minuten von Roswell über die ganze Welt verbreitet werden. Und so war am 8. Juli jede Telefonleitung in Roswell besetzt. Nicht einmal Hauptmann Blanchard konnte mehr nach außen telefonieren. Alles war dicht. It was impossible. By 4 o'clock that afternoon. Um 4 Uhr nachmittags kehrte McBrazel nach Roswell zurück, nachdem er geholfen hatte, die 2. Absturzstelle zu finden. Dann passierte ein klassischer Organisationsfehler. Die Armee verlor McBrazel. Erst der Radiosendeleiter Walt Whitmore fand ihn dann wieder. Dazu mehr von Judd Roberts. Er fand ihn und schlug ihm vor, zu Witts Haus am Ortsrand von Roswell zu fahren, denn er war natürlich auch an mehr Informationen interessiert. Es ist dann gesagt worden, er sei absichtlich versteckt gehalten worden. Aber ich meine, wir haben ihm einfach einen ruhigen Ort angeboten, wo er den Leuten und ihrer Fragerei entkommen konnte. So he could get away from a lot of people with questions. With calls still pouring in. Anrufe aus London und Hongkong erreichten den Roswell Daily Record,
und der machte mit einer Riesenschlagzeile auf. Der Artikel berief sich auf Leutnant Horts Geschichte. Doch nach über 40 Jahren wissen wir, dass der... Auf den menschlichen Faktor kommt es an. Gelegentlich haben ein paar Zeugen über das, was sie hier am zweiten Absturzort sahen, berichtet. Die meisten sind heute tot. Aber wir können berücksichtigen, wer und wie sie waren und auf welche Weise sie das Gleiche beschrieben. How different they were, and yet how they all described seeing the same things. Ein Flugobjekt, das offenbar nicht von dieser Welt war, und Wesen, die auch nicht hier geboren zu sein schienen. Als das Militär den zweiten Absturzort entdeckte, ging alles sehr schnell. McBrazel half den Truppen, das Gelände zu finden. Doch bevor das Militär hier ankam, war zufällig bereits ein Bewässerungsingenieur hier gewesen. Er hieß Grady Barnett und war, wie man sagt, nicht blauäugig. His name was Grady Barnett, by all accounts a no-nonsense fellow. Seinem Freund Vern Moltheis hat Barney von dem Auffinden der Leichen erzählt und sie beschrieben. Er sagte, hier ein Geheimnis. Und er sprach von dem Objekt am Boden, das wie eine fliegende Untertasse aussah, aber nicht aufgebrochen war. Er sprang also aus dem Wagen und ging da hinunter, und da lagen vier Geschöpfe auf dem Boden. Sie trugen so eine Art silbernen Anzug und sie waren nur 1,30 oder 1,50 groß. Und die Anzüge saßen sehr eng. Sie waren bis auf Kopf und Hände total bekleidet. Die Köpfe waren kahl und etwas birnenförmig und die Hände waren ungeschützt. Kurz nach Barney kam auch noch ein Archäologenteam, das auch nachschauen wollte. Dann kam das Militär und riegelte das Gebiet ab. Sie riefen alle Leute, die Archäologen und Barney, zu sich und schafften ihnen ein, sie dürften niemandem sagen, was sie gesehen hätten und müssten alles einfach vergessen. Barney sagte, er stand in unmittelbarer Nähe von den Leichen, als die Archäologengruppe und die Studenten eintrafen. Wenn das stimmt, gibt es eine Gruppe qualifizierter Augenzeugen mit wichtigen Beweisen. Doch was passierte? Das Militär übernahm blitzschnell die Führung und deckte die Körper zu. Sie drängten den Archäologen, die Studenten und den Ingenieur zur Seite. Unbedingt jemanden sagen müsse, etwas, das sie lange Zeit zurückgehalten hätte. Vor vielen Jahren sei sie mit ein paar Leuten auf einer Bergtour gewesen. Ich sollte eigentlich gar nicht dabei sein. Ach, wäre ich es doch nicht gewesen. Und sie sagte, sie liefen dort herum und gelangten an einen Hügel, überquerten ihn und dann sahen sie ein riesiges glänzendes Objekt. Es sei sehr groß gewesen und sie gingen runter, um es näher zu betrachten. Als sie dort ankamen, lag da dieses riesige, runde Objekt auf dem Boden und so eine Art Plane daneben. Und dann sei einer der Männer von der Expedition hinübergegangen und sie hätten die Plane weggezogen und darunter seien kleine Menschen gelegen. Walked over and they pulled back the covers and she said there were little people. She couldn't believe it. Es seien unglaublich kleine Menschen mit riesigen Köpfen und großen Augen gewesen und sie hätten so ein glänzendes Material angehabt.
Ich kann mich nicht mehr an die Farbe erinnern. Ich glaube, sie sagte etwas von Blau, doch das weiß ich nicht mehr genau. Sie sagte, es sei glänzend, fast schließend gewesen. Und dann wurde sie ganz aufgeregt und sagte, sie dürfe das niemandem erzählen. Und dabei sah sie sich nervös im Zimmer um. Sie sagte, sie können dich immer finden. Und ich fragte, wer? Die Regierung kann dich immer finden, sagte sie. Zwei Tage nachdem McBrazel in Roswell aufgetaucht war, verbreiteten sich Gerüchte wie ein Lauffeuer. Man meinte, das Pentagon sei durchgedreht. General Roger Ramey wurde Presseagent. Doch die Öffentlichkeit wurde gezielt an der Nase herumgeführt. Ramey war Kommandeur des 8. Luftwaffenbataillons in Texas, das dem 509. vorgesetzt ist. Schon bevor die 509er mit der Bergung des Wracks und der Leichen begannen, hatte die 8. Luftwaffe das Pentagon an der Strippe, am abzuriegeln. Nach dem Rapport von Hauptmann Blanchard an das Hauptquartier der 8. Luftwaffe in Fort Worth schickte das Pentagon ein Spezialagententeam nach Roswell. Etwa um 11 Uhr morgens beendete Leutnant Haut seine Presseerklärung und schickte Kopien an Roswells Zeitungen und Radiosender. Jede Nachrichtenagentur wie Associated Press, Reuters oder die United Press International verteilt weltweit Meldungen. Heute werden in Roswell die täglichen Nachrichten per Computer, nicht mehr via Fernschreiber übermittelt. Doch bereits 1947 konnten Artikel in Minuten von Roswell über die ganze Welt verbreitet werden. Und so war am 8. Juli jede Telefonleitung in Roswell besetzt. Nicht einmal Hauptmann Blanchard konnte mehr nach außen telefonieren. Alles war dicht. Um 4 Uhr nachmittags kehrte McBrazel nach Roswell zurück, nachdem er geholfen hatte, die zweite Absturzstelle zu finden. Dann passierte ein klassischer Organisationsfehler. Die Armee verlor McBrazel. Erst der Radiosendeleiter Walt Whitmore fand ihn dann wieder. Dazu mehr von Judd Roberts. Er fand ihn und schlug ihm vor, zu Witts Haus am Ortsrand von Roswell zu fahren, denn er war natürlich auch an mehr Informationen interessiert. Es ist dann gesagt worden, er sei absichtlich versteckt gehalten worden. Aber ich meine, wir haben ihm einfach einen ruhigen Ort angeboten, wo er den Leuten und ihrer Fragerei entkommen konnte. Anrufe aus London und Hongkong erreichten den Roswell Daily Record und der machte mit einer Riesenschlagzeile auf. Der Artikel berief sich auf Leutnant Horts Geschichte. Doch nach über 40 Jahren wissen wir, dass der Presse die wirklichen Fakten vorenthalten wurden. Armeeoffiziere fanden McBrazel und setzten ihn unter Hausarrest. Nachdem er stundenlang ausgequetscht wurde, hat man ihn noch gründlich untersucht. Am 9. Juli erhielt dann Walt Whitmore in seiner Radiostation einen Anruf aus Washington, der ihm untersagte, das Interview mit McBrazel an die Öffentlichkeit zu bringen. Nun, Kevin, waren das erste Autorenteam, das den Absturzort wissenschaftlich gründlich erforschte. Sie waren bereit, sich uns hier in Corona, New Mexico anzuschließen, und wir brachten als erste Fernsehkameras mit. Unter ihrer Führung durchstreiften wir das raue Land. Wir erreichten die Brazel Ranch von hinten und kamen von Nordwesten zur Absturzstelle. Kein anderer Ort könnte besser geheim gehalten werden. Anfang September 1989.
Das UFO-Studienzentrum unterstützt die erste Ausgrabung am Roswell-Absturz aus. Unser Team bestand aus 10 Leuten. Dabei 3 Wissenschaftler, 2 mit archäologischen Kenntnissen, 2 Laboranten. Wir untersuchten das ganze Gebiet, nicht nur das Trümmerfeld. Wegen der Höhlen, eine ist über 200 Meter tief, hofften wir doch noch etwas zu finden. Die Forscher Schmidt und Randall behaupten, Hauptmann Blanchard und seine Mannschaft wären überzeugt gewesen, die Besatzung eines abgestürzten UFOs vielleicht sogar noch lebend zu finden. Am Nachmittag des 8. Juli nahm McBrazel an einem militärischen Aufklärungsflug teil. Im Zuge seiner Recherchen hat Kevin Randall diesen Flug nachgestellt, diesmal auf unsere Bitte hin in Begleitung von Kameras. Vermutlich hat das 509er Bombergeschwader den Aufklärungsflug veranlasst. Sie suchten nach dem Rest des Flugobjekts, denn sie gingen davon aus, dass es über das Trümmerfeld hinaus zerschellt war. McBrazel begleitete sie, denn er kannte das Gelände gut und hätte sie bei einer Entdeckung direkt zum Ort dirigieren können. Der Flieger flog über das Trümmerfeld und gewann etwas an Höhe. Kevin ist überzeugt, dass das Flugobjekt nach der Explosion noch ein paar Sekunden in der Luft blieb. Etwa 3 Meilen flog und dann am Fuße dieser Felsen zerschellte. Paradoxerweise erreichte eine Gruppe von Zivilisten als erste den Absturzort. Es gibt 3 verschiedene Beschreibungen des zweiten Absturzortes. Ein Ingenieur, Studenten eintrafen. Wenn das stimmt, gibt es eine Gruppe qualifizierter Augenzeugen mit wichtigen Beweisen. Doch was passierte? Das Militär übernahm blitzschnell die Führung und deckte die Körper zu. Sie drängten den Archäologen, die Studenten und den Ingenieur zur Seite. Sie mussten wegschauen, denn es handelte sich um eine nationale Geheimsache, über die niemand sprechen dürfe. Wenn es einer getan hätte, hätte die Regierung davon Wind bekommen und ihn ausfindig gemacht. Die Soldaten haben die Gruppe dann weggeführt. Grady Barnett erzählte seinem Chef von den Leichen, doch der lachte ihn aus. Danach hat Barney die meisten Details für sich behalten und sprach nur mit seinem Freund Vern Maltese darüber. Barney starb 1969. Die Spuren des Archäologen und der Studenten verloren sich schnell. Sie kehrten wahrscheinlich an eine große Uni im Nordosten zurück. Dann, 1975, machte eine krebskranke Frau einer Schwester im St. Petersburg Gemeindehospital in Florida ein Geständnis. Als ich Schwester auf der Todkrankenstation war, da gab es eine Patientin und als ich sie einmal baden wollte, war sie ganz aufgeregt, mehr als sonst, und benahm sich merkwürdig. Fragte mich, ob ich die Vorhänge zuziehen könne und wollte wissen, ob noch jemand anderer im Zimmer sei. Ich sagte nein, sie rief irgendeinen Namen aus und dann sagte sie, es gebe etwas, das sie unbedingt jemandem sagen müsse, etwas, das sie lange Zeit zurückgehalten hätte. Vor vielen Jahren sei sie mit ein paar Leuten auf einer Bergtour gewesen. Ich sollte eigentlich gar nicht dabei sein. Ach, wäre ich es doch nicht gewesen. Und sie sagte, sie liefen dort herum und gelangten an einen Hügel, überquerten ihn und dann sahen sie ein riesiges glänzendes Objekt.
And she said they were out and they were walking around and they came upon a hill and they went over the hill. And she said then they saw a large shiny object. Es sei sehr groß gewesen und sie gingen runter, um es näher zu betrachten. Als sie dort ankamen, lag da dieses riesige, runde Objekt auf dem Boden und so eine